Tücke mit Live-Übertragungen. So, vielen Dank. Hallo und einen schönen guten Abend hier im Sub und im Stream. Ich freue mich, dass ihr wieder bei der Männerakademie dabei seid. Sehr schön. Wir haben ein spannendes Thema heute Abend. Oh, wait. Machst du mal meinen, mutest du mal meinen? Oder machst du einfach die Klappe zu? Ja, das ist irgendwie, wenn man seinen Laptop offen hat und nicht gemutet hat, dann gibt es dann spukhafte Töne im Hintergrund. Gut, aber ich bin ein bisschen gestresst, weil ich mit sozusagen mit dem Streaming noch nicht so ganz geübt bin und heute dann mehr einsteigen musste. Aber dank meiner Kollegen, dem Jan Meyer und dem Raphael, unserem neuen Mitarbeiter, hoffe ich, dass wir das jetzt gut stemmen können. Und hinter mir steht schon das Thema des heutigen Abends, Stress. Ich fühle es gerade ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt lerne, wie ich damit besser umgehen kann. Stress, Wege zu einem gesünderen Umgang. Weil ich weiß nicht, ob Stress immer schlecht ist, aber ich glaube, es ist immer gut, einen gesunden Umgang damit zu finden. Und wir haben einen spannenden Referenten, Michael Litschinak. Du wirst ein paar Worte zu dir sagen. Stimmt, wir sind froh, dass du da bist und springen gleich ins Thema. Vielen Dank, dass du hier bist. Danke dir. Danke. Vielen Dank, Christopher. Schön, dass ihr hier vor Ort seid und auch hallo an die Facebook-Gang. Ihr verpasst hier was. Der Saal hier bebt. Fünf Leute, sehr schön. Genau. Ja, Stress. Ich empfinde ihn auch gerade sehr. Vielen Dank an der Stelle, Christopher. Ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich habe auch in der Vorbereitung auf diesen Vortrag festgestellt, was für ein riesiges, bodenloses Thema Stress eigentlich ist. Und das hat mich wahnsinnig gestresst, weil mir war es auch wichtig, als systemischer Coach meine Sichtweise damit reinzubringen und nicht nur eine Stunde irgendwas über Stress zu sagen, sondern euch auch ein bisschen was an die Hand zu geben, dass ihr die Möglichkeit habt, mit eurem eigenen Stressverhalten ein bisschen gedankenschwanger zu gehen, zu reflektieren und vielleicht den einen oder anderen Impuls für euch mitzunehmen und dann auch vielleicht in einem Coaching oder sonst wie weiter zu bearbeiten und im Alltag einfach drauf rumkauen zu können. Und das soll auch so ein bisschen das Ziel dieses Vortrags einfach sein. Also mir geht es darum, dass ihr einfach ein bisschen für euch arbeiten könnt, Zeit zum Reflektieren habt und da ist auf jeden Fall Raum dabei. Aber zuerst möchte ich euch ein bisschen mit Infos füttern. Was ist eigentlich Stress? Was ist so die Wissenschaft dahinter? Was hat es auch für mit schwulen Männern zu tun? Dann möchte ich mit euch ein bisschen mit interaktiven Elementen arbeiten, dass sie auch ein bisschen was von euch preisgeben können. Wir werden dazu auch interaktive Umfragen in diesem Vortrag haben. Das heißt, es wird ein QR-Code gezeigt, da könnt ihr euch dann mit eurem Handy anmelden. Das ist alles anonym und da könnt ihr einfach ein bisschen was mit reingeben. Das finde ich ganz schön, einfach, dass da auch ein bisschen was von euch kommt. Und dann gehen wir einfach in diese Reflexionsübung. Das ist mit dem Ansatz der konstruktiven Kommunikation, den wir da machen. Und ganz zum Schluss gebe ich euch noch ein paar rudimentäre Werkzeuge mit an die Hand, die jetzt nichts mit dem systemischen Coaching per se zu tun haben, aber die auch in einem Umfeld von Stress einfach sich als sehr wirksam erwiesen haben. Okay, dann starten wir jetzt einfach mal mit der Theorie, was ist eigentlich Stress? Und ich finde es eigentlich ganz tröstlich, dass Stress zunächst mal eine rein körperliche Reaktion ist. Die kommt schon aus der Steinzeit und die ist darauf ausgerichtet, dass wir überleben. Es gibt dieses Überlebensprogramm, da geht es entweder um Flucht oder Überlebenskampf. Das heißt, unser Körper wird auf einen Überlebenskampf vorbereitet. Da gibt es alte Teile in unserem Gehirn, die mit unserem Nervensystem zusammenarbeiten, die Hormone ausschütten, die dafür sorgen, dass die Herzfrequenz hochgeht, dass die Atmung flacher wird. Das heißt, unser ganzer Körper richtet sich eigentlich auf einen Überlebenskampf ein. Heutzutage in einem Büroalltag kann man sich vorstellen, dass das nicht mehr so ganz adäquat ist und trotzdem ist die Reaktion die gleiche. Und ich finde es ganz interessant und auch ganz, ja, ganz schön zu sehen, das mal so ein bisschen zu abstrahieren und sich das immer wieder bewusst zu machen, dass wir gerade einfach eine körperliche Reaktion haben, die eigentlich einen ganz anderen Zweck hatte und die einfach alle Menschen haben. Genau, das ist jetzt mal der erste Teil, warum wir Stress fühlen. Der andere Aspekt ist auch, wir brauchen halt einfach Stress, weil Stress kann auch was sehr Positives sein. Stress bringt Dinge ins Leben. Durch Stress können wir Umzüge bewerkstelligen. Durch Stress sorgen wir dafür, dass wir einen anderen Job annehmen oder dass wir irgendwas machen,
das Energie braucht. Wir bringen Dinge voran. Und wichtig ist halt dabei, dass wir auch immer Ausgleichsphasen haben, in denen wir uns entspannen können, damit der Körper auch Stresshormone abbauen kann. Das stresst mich jetzt zum Beispiel gar nicht, weil ich einfach schon gelehrt habe, damit umzugehen. Genau. In der Hinsicht kann Stress einfach was sehr Positives sein, weil wir kriegen Dinge ins Leben, wir kriegen Dinge gebacken. Das wird auch als Eustress bezeichnet, dieser positive Stress. Der Aspekt dabei ist immer, es gibt auch Entspannungsphasen, in denen wir uns wiederholen können. Sind wir jetzt permanent in einem gestressten Zustand, kann sich das auf unseren ganzen Körper negativ auswirken. Weil Stress ist dafür bekannt, wenn er dauerhaft anhält, dass er sich eigentlich auf sämtliche Areale unseres Körpers negativ auswirkt. Das bedeutet, unser Immunsystem wird geschwächt, wir können Hautausschläge kriegen, Verdauungsprobleme, das Herz-Kreislauf-System wird dadurch belastet, eben Stichwort Herzinfarkt oder Schlaganfälle, das Diabetes-Risiko steigert sich, Tinnitus ist auch ein Klassiker, wenn es darum geht, dass man Stress hat und natürlich auch die ganzen psychischen Erkrankungen, die mit einhergehen, also Burnout, Depression. Das heißt, ein dauerhaft stressiger Zustand macht einfach krank und deshalb ist es hier umso wichtiger, dass wir unser eigenes Verhalten hier besonders reflektieren und achtsam mit uns umgehen und sorgsam. So, das war jetzt mal der eine Teil. Ihr dürft jetzt gleich mal eure Handys zücken und an der ersten Umfrage teilnehmen. Die Frage kommt gleich. Ich gebe euch jetzt erstmal ein bisschen Luft, dass ihr den QR-Code scannen könnt und euch hier mal anmelden könnt. Und warte darauf, dass die Teilnehmerzahl in einen hohen dreistelligen Bereich schnellt. Wir machen das übrigens zum ersten Mal mit diesem Tool. Also ich bin sehr gespannt, wie reibungslos das alles funktionieren wird. Ich warte jetzt noch ein paar Sekunden. Den Link zu dieser Umfrage könnt ihr auch manuell eingeben, wenn es mit dem QR-Code nicht funktioniert. Und der wird euch auch auf der nächsten Folie angezeigt. Das heißt, ihr geht nicht verloren, wenn ich dann zur Frage komme. Und jetzt machen wir doch einfach mal ein Stimmungsbild hier von unserer versammelten Truppe mit der Frage, wie gestresst bist du zurzeit? Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, die zu beantworten. Und ich bin auf die Ergebnisse sehr gespannt. Genau, es sind noch ein paar Sekunden Zeit. Bin ich gespannt, was passiert, wenn ich da drauf klicke. Ah ja, genau. Jetzt schaue ich mal kurz in die Statistik. 14 von 15 haben abgestimmt. Okay, wir sehen, der Großteil der Mannschaft ist manchmal etwas gestresst. Trotzdem ein beachtlicher Teil ist auch regelmäßig gestresst. Und immerhin 21% würden sagen, dass sie unter Dauerstress stehen. Also durchaus in einer sehr hohen belastenden Situation gerade. Und gar nicht bis wenig gestresst oder sehr entspannt haben wir gar keine da. Das bedeutet, es ist ein guter Anlass, um hier mal reinzuschauen. Ah ja, hier nochmal das Ergebnis in dem Layout. Lass uns mal über Männer reden und was das mit Stress zu tun hat. Generell können wir sagen, dass Männer an und für sich Stress, also die körperlichen Auswirkungen, stärker spüren als Frauen. Das heißt, wir leiden einfach auch mehr unter den körperlichen Auswirkungen des Stresses. Gleichzeitig sind wir auch so sozialisiert, dass es uns schwerfällt, Schwächen zu zeigen. Wir fragen nicht gerne um Hilfe oder wir geben ungern zu, dass wir Hilfe brauchen. Gleichzeitig reden wir ungern über Probleme oder psychische Probleme wie Essstörungen, Depressionen. Wir neigen halt eher dazu, dass wir es selber mit uns ausmachen. Das ist so, sag ich mal, das, was man so grundsätzlich über Männer und ihr Stressverhalten sagen kann. Hinzu kommt, dass wir ungesunde Strategien haben, mit dem Stress umzugehen. Das heißt, Männer neigen eher dazu, dass sie Drogen konsumieren, wie Alkohol, um Stress abzubauen. Chemsex wird in der schwulen Community zu einem immer größeren Problem und auch Thema, weil es vielen nur noch mit Drogen leicht fällt, sich fallen zu lassen und Sex zu haben.
Gleichzeitig ist auch Social Media und Screentime ein Thema. Das betrifft jetzt nicht schwule Männer per se, aber auch dieses Verhalten, wie wir mit unserem Handy und unseren Smartphones umgehen und wie oft wir da reinschauen, ist auch ein Faktor, der in der heutigen Zeit immer mehr auch mit Stress in Zusammenhang gebracht wird. Und ich glaube, da haben wir auch noch nicht so den gesunden Umgang gefunden damit. Was jetzt nochmal ein zusätzlicher Aspekt ist, der jetzt vor allem schwule Männer betrifft, ist Minderheitenstress. Das betrifft jetzt nicht nur schwule Männer, das betrifft auch ethnische Minderheiten oder religiöse Minderheiten. Aber es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die besagen, dass Minderheiten höhere Stresslevel haben. Einfach weil sie entweder erwarten, dass sie diskriminiert werden oder weil sie es vermeiden, sich zu zeigen oder sich verstecken müssen oder weil sie auch eine intrinsische Ablehnung gegen ihre eigene Minderheit haben, weil sie das internalisiert haben. Und das bedeutet, dass Minderheiten auch eher dazu geneigt sind, psychische Erkrankungen zu bekommen. Und umso mehr müssen wir heute darüber reden, wie wir unseren Stress kompensieren und wie wir damit umgehen. Deswegen kommen wir jetzt auch gleich mal zu dem Thema mein eigener Stress. Und das ist jetzt die nächste Umfrage, die wir machen. Hier zeige ich euch wieder den QR-Code. Ich sehe, wir haben noch 15 Teilnehmer. Das heißt, ich bin guter Dinge, dass wenn ich jetzt die Frage hier starte, ihr die dann auch gleich bei euch sehen müsstet. Ansonsten habt ihr wieder den Link unten am Bildrand. Und zwar würde ich jetzt gerne mal von euch wissen, welche Situationen stressen dich denn so in deinem Alltag am meisten? Und wer stresst dich am meisten? Wer ist damit involviert? Weil oftmals sind ja auch andere Personen involviert. Aber es kann natürlich auch sein, dass dich einfach vor allem eine verspätete U-Bahn am meisten stresst. Da kannst du natürlich jetzt wenig konkret das auf einen Menschen projizieren. Hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil die Situationen, die ihr euch jetzt hier vorstellt, die können wir dann später auch bei der Reflexionsübung vielleicht auch so zum Teil mitnehmen. Und versucht das vielleicht auch so ein bisschen konkret zu machen, in welcher Situation passiert das eher. Oh je. Ich sehe schon. Passt. Die Zeit ist vorbei. Ihr habt auf jeden Fall mehr geantwortet, als es hier steht. Ich schaue jetzt nochmal schnell zurück. Vielleicht kann ich die Umfrage nochmal sehen. Nee, ich kriege jetzt die Ergebnisse nicht mehr alle hin, aber da standen jetzt auch Dinge wie Dates, Inkonsistenz, zu viele Projekte, zu wenig Zeit, boshafte Menschen, die Mutter. Das ist natürlich die Königin der Therapie. Beruf, Management, Verkehr, wenn der Arbeitsablauf unterbrochen wird. Okay. Das scheinen so Dinge zu sein, die vor allem auch mit der Welt außen zu tun haben. Also das sind Dinge, die wir jetzt erstmal nicht unmittelbar beeinflussen können. Das finde ich ganz gut. Also auch schwule Partys habe ich vorhin gesehen. Also das sind, glaube ich, auch so typisch Dinge, die viel Stress in einem auslösen können. Da kann ich gut dran anknüpfen. Okay, spannend. Weil ich habe jetzt auch so, als ich mir mal so Situationen angeschaut habe, wo wir Stress empfinden, bin ich so auf so zwei Faktoren gestoßen. Jetzt in dieser Folie, das sind vor allem Dinge, die uns im Leben treffen, vor allem von außen, gegen die wir eigentlich nicht viel machen können. Wenn jemand stirbt oder wenn wir krank werden, das sind einfach Dinge, die passieren im Leben, ohne dass wir großartig Einfluss drauf nehmen können. Und die lösen natürlich viel Stress in uns aus. Die Pandemie, der Krieg, solchen Dingen stehen wir völlig ohnmächtig und machtlos entgegen. Und es ist auch völlig klar, dass die uns stressen. Gleichzeitig
das ist jetzt mal die Komponente, das sind die Dinge, die außen passieren. Gleichzeitig bin ich auch auf eine andere Liste gestoßen an Dingen, die auch irgendwie dazugehören. Und das sind halt aber eher Dinge, die von uns selber kommen, also oder ein Verhalten, das wir selber machen. Zum Beispiel, wenn ich Dinge vermeide oder wenn ich anfange zu grübeln, was denken andere von mir, was denken die, wie ich ausschaue, was denken die von meiner Präsentation über Stress. Das sind halt auch alles Fragen, die aber eher mehr mit mir selber zu tun haben. Und diese zwei Sachen stehen halt auch irgendwie in einer Relation zueinander, weil es braucht immer ein Ereignis im Außen und meine eigene Brille, mit der ich diese Situation interpretiere, damit ich sagen kann, boah, das ist eine Situation, die mich mega stresst. Und das habe ich jetzt mal so aufgezeichnet, weil das Beispiel, das ich vorhin mit der U-Bahn gebracht habe, es kann Leute geben, die regen sich super auf, wenn die U-Bahn 20 Minuten zu spät kommt, die machen ihr Facebook auf und kotzen drüber ab. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey cool, ich habe jetzt 20 Minuten, ich kann jetzt hier noch ein bisschen entspannt mein Buch lesen und ein bisschen durchatmen. Und was ich damit sagen will, ist, es gehören immer zwei Faktoren dazu. Zum einen gibt es ein Ereignis im Außen, aber auch meine eigene Interpretation davon. Und im systemischen Coaching ist das die Stelle, an der wir ansetzen können oder an der wir auch den Raum vergrößern können und unser Handlungsspielraum erweitern können und ein bisschen Herr der Situation werden können. Wir gehen halt davon aus, dass wir unsere Realität selber bauen. Das heißt, so wie wir aufgewachsen sind, was wir gelernt haben, welche Werte wir mitbekommen haben und Glaubenssätze von unseren Eltern, aber auch die Normen der Gesellschaft und so weiter, das sind alles Raster und Muster, mit denen wir unsere Realität bewerten. Und im systemischen Coaching gehen wir halt von der Haltung, ich suche die Schuld, den Schuldigen und die Verantwortung im Außen, oh, mein Boss, der Depp, der gibt mir immer so viel Arbeit, hinzu, ich bin selber dafür verantwortlich, was ich empfinde. Und wenn ich wütend bin, dann ist es zuallererst mal meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ich was dagegen tue und dass ich damit umgehe und nicht die Schuld im Außen suche. Und mit diesem Ansatz würde ich jetzt gerne in unsere Reflexionsübung starten, die aus der konstruktiven Kommunikation kommt. Und zwar, ihr habt ja vorhin schon mal ein paar konkrete Ideen, Beispiele genannt an Situationen, die euch stressen. Macht es nochmal konkreter. Also sucht euch wirklich eine Situation aus, die vielleicht auch typisch für euch ist. Also ich fand das Thema mit der schwulen Party vielleicht schon mal ganz spannend oder mit der kurzfristigen Änderung von irgendwelchen Dingen. Das habe ich vorhin gelesen. Also so Sachen, die euch einfach immer nerven, die im Alltag vielleicht auch öfter mal vorkommen bei euch. Aber es ist wichtig, dass ihr diese Situation ganz konkret benennen könnt, dass ihr sie noch im Kopf habt, dass ihr wisst, wann die war, wo die war, wer da konkret auch mit involviert war. Und da gebe ich euch jetzt auch noch mal eine halbe Minute Zeit, dass ihr da auch noch mal so zwei, drei Situationen für euch reflektieren könnt. Und dann können wir dann weiter in die Übung gehen. Herr Christopher, den Stuhl kann ich wieder nehmen, oder? Ja. Passt. Ups, sorry, jetzt habe ich das Mikro. So, ich habe jetzt auch noch ein lebendes Beispiel mitgebracht, damit ihr auch da noch mal ein bisschen anschaulicher sehen könnt, wie wir diese Übung durchmachen. Und anhand eines Beispiels kann ich mir vorstellen, ist es immer noch mal ein bisschen leichter vielleicht für sich dann auch noch ein paar Fragen zu klären. Deswegen würde ich jetzt gerne auf die Bühne bitten, den Alex. Vielen Dank, dass du hier mitmachst. Sehr cool. Hallo. So, also vielleicht auch als kleiner Disclaimer, der Alex und ich haben schon mal kurz über die Situation im Vorfeld geredet. Das ist jetzt vielleicht zum Teil ein bisschen gestaged, aber mir geht es vor allem darum, dass ihr wisst, um was es in dieser Übung geht, dass es für euch ein bisschen leichter ist, die mitzumachen. Wir gehen jetzt mal in die erste Phase. Das sieht man schon noch, gell? Kommt noch ein bisschen rüber, genau. Also, wichtig ist jetzt erstmal, ihr habt eure Situation überlegt. Und in der ersten Phase trennen wir jetzt einfach mal die Beobachtung von der Bewertung.
Das heißt, ihr beschreibt die Situation für euch so, wie sie passiert wäre, wenn sie eine Kamera zum Beispiel gefilmt hätte. Das heißt, ihr lasst Interpretationen und Bewertungen weg, sondern konzentriert euch wirklich nur auf das, was passiert ist, was gesagt worden ist und nicht zum Beispiel, wie es gesagt worden ist. In diesem Beispiel sagen wir jetzt zum Beispiel, gestern um 17 Uhr, als sie mir die Aufgabe X mit dem Satz, das muss heute noch raus, hingelegt haben. Eine Interpretation wäre jetzt zum Beispiel, als sie aggressiv oder als sie wütend den Satz gesagt hätten oder sowas. Und es geht wirklich nur ganz sachlich mal um die Beobachtung. So, Alex, was wäre denn dein Beispiel für deine Situation? Also ich habe mir eine berufliche Situation rausgesucht. Letzten Dienstag abends, 19 Uhr, man schon so im Feierabendstimmung, ganz stressiger Tag hinter sich, kommt noch eine E-Mail, mich in CC. Übrigens, Alex ist jetzt zukünftig für das Projekt zuständig und ich hatte davor noch nichts davon gehört. Mhm. Okay. Sagen wir, warten jetzt noch ein paar Sekunden, bevor wir dann in die nächste Phase gehen. Wie schaut es hier im Publikum aus? Seid ihr soweit fertig oder braucht ihr noch ein paar Sekunden? Passt? Okay, dann machen wir doch mal weiter. Phase 2 ist jetzt das Gefühl, das ihr in diesem Moment gefühlt habt. Also wie ging es euch in dieser Situation? Dem Beispiel, das wir hier haben, ist, war ich sauer und hilflos? Das heißt, die Person hat sich sauer und hilflos gefühlt. Wie ging es denn dir, als du deine tolle E-Mail gelesen hast? Also ich war gestresst. Nee, und ich war so überfordert und aber auch so, muss ich jetzt reagieren, muss ich nicht reagieren? So eine Art Hilflosigkeit eben. Aha. Wie reagiere ich? Was mache ich denn mit dieser Information? Mhm. Und wenn du jetzt auf das Gefühl gehst, also du hast ja schon was eher hilflos. Ja, so ein bisschen wütend auch. Warum kommt das jetzt noch dazu? Auch ein bisschen ängstlich. Kann ich sagen, dass ich das nicht schaffe? Oder auch ängstlich, muss das noch geschafft werden? Kann ich es schaffen, so diese ganzen eher schlechten Gefühle, wo man selber denkt, man ist jetzt wieder nicht gut genug, um das alles fertig zu bekommen. Okay, aber auch so ein bisschen orientierungslos, weil du jetzt nicht einschätzen konntest, was mache ich jetzt oder wie kann ich es jetzt richtig machen? Genau, weil auch kein Zeitrahmen gegeben war und einfach das so ein ganz großes Projekt auch ist, wo ich noch gar kein Feeling dafür hatte. Mhm. Okay. Wie schaut es aus? Publikum, braucht ihr noch ein paar Sekunden oder Daumen hoch? Wenn yeah, Interaktion, cool. Gut, dann gehen wir in die nächste Phase. Jetzt geht es ums Bedürfnis. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger oder ein bisschen komplexer. Weil die Frage stellt sich jetzt, um was geht es dir denn? Was hättest du denn in der Situation gebraucht oder was brauchst du? Jetzt in dem Beispiel steht da ganz klar, ja, ich muss halt planen können. Und das stresst mich, wenn ich das nicht kann. Ich bin sauer, wenn ich nicht planen kann. Deswegen, ich benötige Planungssicherheit. Was würdest du bei dir sagen? Das war so, dass ich gerne eine strukturiertere Anleitung gehabt hätte, irgendeine Übergabe, vielleicht auch, dass vorher mit mir gesprochen worden wäre, dass man einfach einen Weg findet, dass nicht die andere Person einfach vor mir auch erfährt, dass ich quasi in dem Projekt bin. So diese... auch einfach der Wunsch nach einem kollegialen Umgang? Kollegialer Umgang, halt also auch ein bisschen Respekt vielleicht. Genau. Okay, ja. Also Respekt und Orientierung, oder was hast du gerade gesagt? Genau, Respekt und einfach so, so eine Struktur. So eine Struktur, genau. Okay. Wie schaut es im Zuschauer? Zuschauer, ja, passt. Okay, die vierte Phase ist jetzt die Bitte. In diesem Fall geht es jetzt wirklich auch darum, für euch zu formulieren, was ihr braucht, damit euer Bedürfnis den richtigen Raum bekommt. Und in diesem Beispiel wäre jetzt eben die Bitte, ich möchte besprechen, wie wir das in Zukunft machen. Wären Sie bereit dazu? Wann ginge das? Wichtig ist halt, dass diese Bitte ein beobachtbares Verhalten beinhaltet, damit du das dann auch
für dich wieder klar machen kannst, das brauche ich jetzt, und die andere Person hat die Orientierung, was sie denn machen kann, damit dein Bedürfnis da auch geschätzt ist. Was war denn deine Bitte an deine Chefin? Ich habe darum gebeten, dass ich entweder andere Aufgaben abgeben kann oder das Projekt nicht machen muss, beziehungsweise habe eben auch um ein Gespräch gebeten, um das Ganze vielleicht durchzusprechen, wie es in den Alltag integriert werden kann. Mhm. Und diese Bitte zu formulieren, würdest du sagen, war das jetzt etwas, was neu für dich war oder was du sonst... Ja, also klar Stellung zu beziehen, war tatsächlich neu für mich. Mhm. Habe da ja auch einen guten Support bekommen, weil wie formuliert man jetzt eigentlich auch seinen Wunsch, damit es nicht als Arbeitsverweigerung rüberkommt und auch nicht zu lapidar, also rüberkommt, genau. Okay, passt. Cool. Vielen Dank, Alex, danke, für dein Beispiel. Ich hoffe... Ach, danke, dass du das Gespräch mit uns. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen das nochmal fassbarer gemacht, um was es jetzt hier in dieser Übung geht oder generell in dieser Haltung geht, weil oftmals laufen wir durch unser Leben und sind permanent in der Bewertung und Interpretation anderer Leute oder der Situation und machen uns eigentlich gar nicht bewusst, was bei uns eigentlich intern alles abläuft dabei und welche Gedanken und Gefühle uns da kommen. Und diese Übung hilft uns da, einfach das mal ein bisschen voneinander zu trennen und auch zu sehen, was ich eigentlich da gerade brauche, und bringt dann auch gleich mit dieser Bitte etwas Neues ins Leben, was wir vielleicht davor noch nicht so gemacht haben. Mir ist völlig klar, dass diese Übung jetzt nicht auf alle Stresssituationen super 1:1 übertragbar ist, weil hier ist es ja vor allem sinnvoll, wenn da noch eine andere Person involviert ist, die dafür irgendwie auch zuständig ist und an die wir diese Bitte adressieren können. Aber ich glaube, diese Übung hilft auf jeden Fall schon mal, da so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo liegt denn unser Stress oder was stresst uns denn? Was mache ich denn, wenn ich in so einer Situation bin, oder was lasse ich denn bleiben? Und damit ihr jetzt vielleicht auch noch eben noch ein paar andere Fragen an die Hand bekommt, wenn jetzt diese Übung für euch nicht ganz so hilfreich war, weil eure Situation jetzt vielleicht nicht so gut darauf übertragbar ist, gibt es einfach noch ein paar Fragen, die ihr euch stellen könnt für so eine gestresste Situation. Und zwar, wie hast du dich verhalten und was machst du denn aktiv in dieser Situation, um diese Situation auch aufrechtzuerhalten? Wenn du immer nur Ja sagst, obwohl du eigentlich innerlich, boah, nee, ich habe überhaupt keinen Bock, denkst, dann wird sich halt auch nichts ändern, weil du natürlich vermeidest, in diesen Konflikt reinzugehen. Aber das ist jetzt natürlich nur ein kleines Beispiel von Millionen von Möglichkeiten, die es gibt. Aber ich finde, es ist schon mal immer ganz gut, wenn man sich solche Fragen stellt, um sich so ein bisschen selber auf die Schliche zu kommen und auch zu überlegen, ja, was ist denn der Gewinn meines Verhaltens? Weil es hat ja auch einen guten Grund, warum ich in den Konflikt nicht eingehe. Weil das ist ja auch etwas, was nicht schön ist. Aber irgendwann kostet dich halt auch dein erlerntes Verhalten mehr, als es dir mittlerweile bringt. Und jetzt zusätzlich zu diesen Übungen und diesen Reflexionen, die ja doch auch sehr stark einfach mit dir zu tun haben, gibt es natürlich auch noch andere Wege, um ja, Stress zu reduzieren. Das ist jetzt hier nur mal ganz rudimentär angerissen, weil mir ist auch völlig klar, es gibt Millionen von ja, Blogs, Podcasts über dieses ganze Thema Stress, und da kann man wahnsinnig viel machen. Und ich kann euch da nur anregen, wenn ihr merkt, irgendwie passt mein Alltag nicht mehr, vielleicht auch, weil die Pandemie einfach eine große Struktur genommen hat, euch da Inspirationen zu holen und zu überlegen, was könnt ihr euch denn gut tun. Ich meine, zum Beispiel, seitdem ich jetzt im Homeoffice bin, das hat mich auch mega belastet, einfach dieser Weg in die Arbeit fehlt mir, diese ganze Struktur, wie der Tag vorher war, ist weggefallen, und ich merke, ich muss einfach selber mittlerweile dafür sorgen, eine Struktur zu schaffen, um mich besser zu fühlen. Das heißt, in der Früh halt vielleicht einfach mal rausgehen, spazieren gehen, ist jetzt nicht die Welt, aber es schafft schon mal einfach ein Ritual, das mir hilft, irgendwie besser in den Tag zu starten. Und mit so Kleinigkeiten kann man halt auch schon viel machen. Gleichzeitig kann man sehr viel meditieren. Es gibt zum Beispiel diesen Bodyscan, der dauert ungefähr eine halbe Stunde, der ist ja auch verlinkt. Ich denke mal, die Präsentation kriegt ihr ja dann auch im Anschluss wahrscheinlich als PDF oder sowas. Christopher nickt super. Atemübungen sind nachweislich hilfreich, wenn es darum geht,
unseren Körper, unsere Stressreaktion runterzufahren, um uns zu beruhigen. Hier kann man wahnsinnig viel machen. Gleichzeitig bewegen, Ausdauersport, Joggen, aber auch Yoga. Einfach solche Dinge helfen uns, diesen körperlichen Stress abzubauen. Und natürlich auch unsere Ernährung, die einen großen Einfluss darauf haben kann, wie wir uns fühlen. Und ich denke, auch da ist immer wieder die Verknüpfung zu suchen, wie wir uns verhalten und was unsere Routinen sind. Und zu überlegen, ist das eine Routine oder ist das ein Verhalten, das mir jetzt was hilft oder nicht. Und ich glaube, das ist daher ganz wichtig, ja, sich einfach ein bisschen genauer zu beobachten, wenn wir merken, uns geht es gerade nicht gut und zu schauen, was mache ich eigentlich gerade. Und ich finde es ganz wichtig, auch den Impuls zu geben, du darfst dir helfen lassen, du darfst hilfsbedürftig sein. Das SUP hat eine super Beratungsstelle, es bietet tolle Dinge an, eben auch Coachings, wo man woanders viel Geld dafür zahlen muss. Das gibt es ja im Coach quasi für schwule Männer umsonst. Und daher nehmt es in Anspruch, wenn ihr merkt, für euch, euch geht es nicht gut, ihr braucht Hilfe, ihr seid da nicht allein. Und es darf auch einfach schwer sein. Wir sind in einer aktuellen Zeit, die uns sehr viel abverlangt. Und es darf uns auch einfach mal scheiße gehen und stressig sein für uns. Wir dürfen uns helfen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören erstmal. Ja, sehr schön. Moment, ich muss... Soll ich dir... Genau, Multitasking. Wie willst du das haben? Du, also weiter rüber. Genau. Okay. Hier so um den puscheligen Teppich, den ich für die gefühlige Atmosphäre ausgelegt habe. Oh, das ist relativ hell hier. Mhm. Sehr schön. Ich fand es sehr spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es erstmal Rückfragen gibt, ob es Klärungsbedarf gibt, hier aus dem Publikum oder im Stream. Schreibt eure Kommentare rein. Ich bringe es in die Diskussion ein. Mhm. Ja, sehr spannend. Ich habe so ein paar Fragen habe ich schon mal gehabt. Zum Beispiel bei dieser Übung. Kommunikative Kommunikation. Konstruktive. Ach, konstruktive. Mhm. Falsch aufgeschrieben. Konstruktive Kommunikation. Das sind ja dann so Beispiele, die funktionieren dann gut, wenn es zum Beispiel im Job ist. Mhm. Du bist mein Chef und so. Zum Beispiel. Also wie die Situation gerade war. Ich habe mir aber gedacht, also die Stresssituationen, die ich habe, das ist ganz oft irgendwie, wo nur ich alleine bin. Mhm. So. Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, ich koche zum Beispiel für Leute und weiß, die kommen um 19.30 Uhr. Ja. Und irgendwie alles geht schief. Mhm. Und je näher die Uhr auf 19.30 Uhr geht, desto hektischer werde ich. Und je hektischer ich werde, desto mehr geht schief. Ja. So. Self-fulfilling prophecy. Ja, ne, da fällt es mir natürlich schwer, eine Bitte an jemanden zu formulieren. Gell? Ja, ich könnte sagen, scheiße, hättest du früher angefangen. Aber also das sind natürlich so Geschichten, die, wo ich mir denke, ja. Es ist halt spannend, weil... ich meine, die Frage ist, was genau stresst dich denn so? Oder was ist denn da dein Anspruch? Ja, ich bin Perfektion natürlich. Ja. Ich will natürlich, wenn die Gäste kommen, will ich natürlich vollkommen entspannt sein. Alles ist fertig. Mhm. Alles ist perfekt. Und das Essen, was dann folgt, schmeckt natürlich fantastisch. Mhm. So. Und stelle dann fest, also mein eigener Anspruch ist dann schon irgendwie immer ein... Ja, super, ist hart sozusagen mitzulegen. Mhm. Ja, ich glaube, Perfektionismus ist tatsächlich halt etwas, da muss man an sich arbeiten oder halt versuchen, weicher zu werden und sich den einen oder anderen Fehler einfach mal bewusst auch zu erlauben und vielleicht auch zu erlauben, dass bei so einem Abendessen man dann einfach bewusst Dinge mal weglässt, die nicht perfekt sind, um zu merken, den Gästen gefällt es trotzdem genauso gut oder die fühlen sich trotzdem genauso wohl, weil die kommen jetzt wahrscheinlich nicht wegen deinem perfekt gedeckten Tisch, auch wenn das Teil des Ganzen, der ganzen Erfahrung ist, aber die kommen ja vor allem auch wegen dir und weil sie Zeit mit dir verbringen wollen. Ja. Aber das ist mir so wenn ich es dann durchdenke vom Kopf, ja, ist mir das schon klar. Nur ich hätte dann gern auch eine Möglichkeit, damit anders umzugehen. Und das ist jetzt auch die Frage, gibt es denn, was könnte ich denn so vorbereitend machen? Weil das ist mir schon klar, die Leute, die kommen, die reißen mir dann nicht den Kopf ab, wenn ich noch nicht fertig bin oder wenn was nicht perfekt ist. Mhm. Die haben wahrscheinlich genauso Spaß. Mhm. Aber ich würde mich da gern sozusagen in eine andere Situation bringen oder mich anders vorbereiten. Mhm. Also was ich auch merke, auch jetzt in der Arbeit an mir,
dass ich solche Situationen halt, eben, die mich auch in Coachings gehe und mir da auch helfen lasse, solche Situationen immer besser abfangen kann und lernen zu bemerken, wenn ich jetzt wieder in diesen Perfektionismus und in diesen Strudel fall, um dann vielleicht einfach mal kurz bewusst durchzuatmen und mir nochmal eine Struktur zu machen, was ich jetzt mache, was ich dann mache, um da so ein bisschen rauszukommen aus diesem Eilstrudel, der ja dann alles nur noch schlimmer macht. Aber ich glaube, das ist halt auch erstmal ein Prozess, dass man erstmal für sich lernt, okay, ich habe halt diesen Perfektionismus, woher der kommt, ist jetzt ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben, aber merkt, in welchen Situationen der kommt. Und der goldene Weg ist ja, in der Situation zu merken, jetzt ist es wieder soweit. Oh, und ich weiß ja, ich habe das jetzt schon 10-mal gemacht. Ich atme jetzt mal tief durch, gehe ganz kurz an die frische Luft und mache dann einfach mit dem weiter und schreibe mir eine Liste auf oder sowas. Aber ich denke mal, da gibt es ja keinen Prototyp einer Lösung dafür. Ich glaube, das kann man wirklich für sich erst meistern, wenn man anfängt dran zu arbeiten und sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, ein Coaching zum Beispiel ist dafür ein super Rahmen. Mhm. Vielleicht solltest du mal zu mir ins Coaching kommen, Christopher. Ich merke auch gerade jetzt, wo du geredet hast, dass mir eine Geschichte noch nie wirklich gekommen ist, nämlich wirklich der Wunsch, ich möchte in Zukunft anders damit umgehen. Mhm. Ich habe es eigentlich immer so hingenommen, spannend, ja, als Gott gegeben. Und eigentlich, ja, habe ich, wenn ich mir das überlege, ich habe noch nie mehr überlegt, gibt es denn Strategien, kann ich das irgendwie anders machen? Mhm. Oder dass ich dann zum Beispiel das nächste Mal, wenn ich dann, ich mache das dann irgendwie immer, dann genau, ja, gleich. Ja. Gut, klingt es so, als ob ich dann immer in der Küche in Panik gerate. Ja. So ist, also so, zu dir komme ich nicht zum Kochen. Aber gut. Ja, ich glaube. Aber stimmt, man muss vielleicht sich klar machen, dass man selber auch erstmal einen Änderungswunsch hat. Genau, ja. Und ich glaube, dieser Veränderungswunsch wird ja erst so konkret und einem erst so bewusst, wenn der Leidensdruck halt leider auch hoch genug ist. Und es ist dann wahrscheinlich eben, äußert sich das größte Leiden nicht beim Kochen, sondern halt wahrscheinlich dann doch irgendwo im Job, oder wo man dann merkt, da leide ich jetzt gerade am meisten oder da blute ich jetzt, ja, am meisten. Und meistens setzt man dann auch bei solchen Themen an. Und auch oft, wenn Leute ins Coaching kommen, geht es oft um ein berufliches Thema, das der Aufhänger ist. Aber schnell landen wir halt dann eben auch in privaten Situationen. Mhm. Und so ein Perfektionismus äußert sich halt vielfältigst. Mhm. Ja. Und gleichzeitig finde ich es auch spannend, weil du hast gemeint, wenn dann Gäste kommen. Also es gibt ja schon auch da eine Komponente, die natürlich jetzt nicht unmittelbar mit diesen Leuten zu tun hat, aber wahrscheinlich ist auch irgendwo da eine Erwartungshaltung, die du an dich hast, die trotzdem auch bezogen auf die Gäste irgendwie sind. Weil du, mhm, willst halt, dass die rundum gut geht, dass die da keinen Mangel finden. Ja, ja. Das ist wirklich, ja, aber vielleicht man muss wirklich, glaube ich, sich besser vorbereiten. Ich denke, man muss seine Schwachstellen erkennen und das, glaube ich, tue ich. Und ich glaube, dass das viele Leute, die in Situationen regelmäßig in Stress geraten, kennen sich ja da schon. Mhm. Und ich glaube, man muss dann wirklich vielleicht bewusster versuchen, eine andere Strategie zu finden oder sich wirklich, mhm, Rat zu suchen. Und ich meine, dafür gibt es ja Coaching zum Beispiel. Mhm. Aber jetzt weiter gefragt, jetzt gibt es natürlich Leute, die kochen genauso gerne, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, wie ich, und laden auch Leute ein und sind total gechillt. Mhm. Gibt es sowas wie eine Stresspersönlichkeit? Gibt es denn einfach so Korrelate oder Dinge, die, wo du sagst, das ist jemand, der neigt eher dazu? Ich könnte jetzt diese Persönlichkeit nicht benennen, aber ich glaube schon, dass es gibt Leute, und es sind vor allem eben Perfektionisten oder Leute, die einfach schlecht mit Druck umgehen können oder die vielleicht auch einfach nicht so strukturiert sind und dann in Stress verfallen. Also es gibt auf jeden Fall Typen, die dazu geneigt sind, sehr viel Stress zu haben. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dieser Prototyp mit den Eigenschaften neigt sofort dazu. Mhm. Aber Perfektionismus ist zum Beispiel ein guter Ansatz dafür oder wenig Selbstbewusstsein. Vorhin, als du gesprochen hast, ist mir auch aufgefallen, ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir selber mit uns umgehen, wie wir uns selber auch Fehler oder kleine Mängel verzeihen. Wie liebevoll schaffen wir es da, uns auch dann zu beruhigen und, mhm, abzuholen und sagen, weißt du was, Christoph, passt, wird trotzdem gut schmecken. Mhm. Und das auch vielleicht zu lernen, da einen sanfteren Umgang mit uns selber zu finden, mhm, und einen liebevolleren Umgang. Mhm. Da stellt sich natürlich aber auch die Frage, wo kommt denn diese Härte her und dieser radikale Perfektionismus? Mhm. Gut, so radikal ist er vielleicht gar nicht, aber... Ja, ja, klar, jetzt auch gar nicht von dir gesprochen. Zumindest haben wir aber Rückmeldungen. Eine ganz interessante ist das Psychologie von Bert, der schreibt, ist das Psychologisieren und Reflektieren und Nachdenken nicht manchmal kontraproduktiv?
lebendiges Leben und Erleben ist was anderes, als ständig sich Gedanken machen über richtig und falsch. Das kann ermüdend sein und einschläfernd werden. Mhm. Ja, ich würde hier auch gerne einen Unterschied zum Reflektieren und Grübeln machen, weil Agrat das konzentrierte Arbeiten an einem Thema in so einer Coaching-Session bildet die perfekte Voraussetzung, um im Alltag bewusst was Neues ins Leben bringen zu können. Aber das erfordert halt schon auch eine konzentrierte Arbeit an sich selber. Und das funktioniert halt eben durch Reflexion, durch verschiedene Übungen. Aber ich bin völlig bei wem? Bert. Bei Bert, dass jetzt ein permanentes Grübeln und Nachdenken und Zerdenken vielleicht auch von manchen Situationen kontraproduktiv ist. Und ja, da gibt es bestimmt auch Leute, die eher dann dazu neigen, immer in dieser Theorie zu bleiben und sich da im Kreis zu drehen, aber es dann nicht schaffen, vielleicht einfach mal ins Leben zu bringen. Aber auch hier ist es spannend, dann dieses Muster zu erkennen. Und das machen wir dann zum Beispiel auch im Coaching, dass wir dann auch konkrete Handlungen definieren. Wann kannst du zum nächsten Mal das, was du jetzt gerade hier erarbeitet hast, ins Leben bringen? Und wann machst du das? Und da auch so ein Commitment zu kriegen, um wirklich immer diese Brücke zu schaffen ins reale Leben, weil da findet eben dieses Lernen statt eigentlich dann. Ja, ein Ergebnis des Lernens schreibt der Thorsten, der sagt, ich muss es schaffen zu erkennen, dass auch mal 80% ausreichend sind und nicht immer 100 und mehr. Das ist schwer. Und er sagt, man darf Schwachstellen haben, das zu erkennen reicht oft schon. Ja, genau. Vor allem, du musst ja gar nichts, Thorsten. Da fängt er schon an, sagt, ich muss nur 80%, das ist schon wieder hart, gell? Aber klar, das ist, sollte ja der Weg sein, dass wir uns alle auch ein bisschen Fehler und Grauzone gönnen. Wäre ja schön, wenn wir alle da ein bisschen entspannter mit uns umgehen könnten. Ja, jetzt gehen wir aber aus meiner Küche raus und gehen wieder in den Job rein. Und dann sage ich meinem Chef, ich habe jetzt beschlossen, dass 80% genug sind. Dann weiß ich aber nicht, ob, dann habe ich das erkannt. Mhm. Aber dann weiß ich nicht, ob ich das dann sozusagen so in die Realität reinbringe. Mhm. Ich habe die starke Vermutung, dass wenn du für dich beschließt, dass du jetzt 80% gibst, dass das im Außen nicht so ankommen wird, dass das nur 80% gibt. Weil wenn du gut für dich sorgst, wirst du trotzdem deinen Job zur Zufriedenheit machen, aber für dich halt ein bisschen mehr Spielraum haben und es wird dir besser gehen. Und wahrscheinlich wirst du sogar noch einen besseren Job machen, weil was für dich 80% bedeuten, heißt ja nicht, dass du jetzt 80% weniger arbeitest. Mhm. Und du wirst, glaube ich, immer einen hohen Anspruch an deinen Job haben. Und also das sind, glaube ich, da zwei unterschiedliche Dinge, von denen wir dann sprechen. Mhm. Aber natürlich wird dein Chef blöd schauen, wenn du sagst, ich mache jetzt nur noch 80%. Ja. Aber ich glaube, das Problem ist natürlich auch, dass jetzt in der Arbeitssituation ist ja die Schwierigkeit, dass ich einem Erwartungsdruck gegenüberstehe. Mhm. Das Beispiel vorhin fand ich sehr schön und spannend. Alex, von dir, jetzt kommt, dann kommt die Mail und sagt, und jetzt ist der Alex für das Projekt zuständig. Und der Stress bedeutet ja auch, dass ich mir als Alex jetzt vielleicht, wenn ich mich mal ganz kurz in deine Situation reindenken darf, dass ich mir jetzt vielleicht als Alex denke, die erwarten jetzt das und das. Die erwarten 100%. Die erwarten eine bestimmte Ausführung. Mhm. Und auch wenn ich für mich dann kläre, also meine 80% sind für mich irgendwie okay, aber dann weiß ich, zwischen dem, was ich zu leisten bereit bin und dem, was ich als Erwartung wahrnehme, das ist ja noch die Frage, genau, ja. Zwischen dem, was ich als Erwartung wahrnehme, erlebe ich einen Unterschied und das stresst mich. Mhm. Genau. Und das ist, wenn ich jetzt auch mal auf dein Beispiel eingehen darf, das ist ja genau das Spannende. Es passiert ich habe eine gefühlte Erwartung an mich, aber die Frage ist, was wird denn wirklich erwartet? Und oftmals fragen wir ja dann gar nicht konkret nach, was erwartest du denn jetzt von mir? Was brauchst du von mir, dass ich diese Aufgabe richtig mache? Oft trauen wir uns ja gar nicht, solche Fragen zu stellen oder das mal wirklich auch für uns ganz konkret zu machen in der Arbeit. Was willst du von mir, Chef? Was ist dein erwartetes Ergebnis? Und dann auch in die Verhandlung gehen zu können und sagen, okay, du hattest das, aber ganz ehrlich, da und da kann ich nicht mitgehen, da habe ich zu wenig Zeit. Und es zu schaffen, diese gefühlte Erwartung mit der reellen Erwartung abzugleichen, das wäre doch ein super geiler Schritt zu machen. Mhm. Aber auch gleichzeitig ein Riesenschritt, wenn wir es nicht gewohnt sind, da für uns einzustehen. Mhm. Und da könnte man sich die Frage stellen, okay, ich traue mich jetzt nicht, meine Chefin direkt zu fragen, aber
Was wäre denn vielleicht eine kleine Frage, die ich stellen könnte, die mir nicht ganz so unangenehm wäre im ersten Schritt, um zumindest ein bisschen für mich einzutreten? Mhm. Also aber natürlich auch da, man muss einen Bewusstmachungsprozess dann haben. Genau. Ja. Was sich vielleicht Leute fragen oder was wir oft schon gefragt worden sind, was jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen Coaching und Therapie ist? Mhm. Gute Frage. Therapie beschäftigt sich vor allem, oder, oh Gott, du kannst mir korrigieren. Also in einer Therapie gehen wir an ein Trauma, das schon passiert ist und versuchen das zu heilen und zu bearbeiten. Und das würden wir im Coaching nie machen. Wir erkennen zwar schon an, wenn es da Verletzungen gibt und Themen gibt, die für uns immer wieder im Alltag Probleme bereiten. Aber gleichzeitig würden wir da nicht hingehen und versuchen, irgendwas zu therapieren, sondern im Coaching fokussieren wir uns vor allem eben auf die Alltagssituationen und schauen immer wieder mit dem Trauma und mit der Verletzung vielleicht im Hinterkopf, gehen wir immer wieder auf die Alltagssituationen und schauen, okay, aber wie kannst du dich jetzt mit diesem Schmerz, den du da hast, trotzdem gut positionieren? Was möchtest du aus dieser Situation für dich rausholen? Und was würdest du dann konkret machen? Das heißt, wir gehen immer wieder auf die Alltagssituation zurück und auf mein konkretes Verhalten, das ich beobachten kann. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Unterschied. Aber jetzt gibt es wahrscheinlich schon Personen, wo sich das dann so diese Bedarfe vielleicht mischen, dass jemand zum Beispiel Stress hat, weil er Vorerfahrungen hat, weil er vielleicht auch schlimme Vorerfahrungen hat, weil da Verletzlichkeiten da sind, weil auch Ängste da sind. Ja. Inwieweit hast du die Erfahrung gemacht, dass man dem Kunden oder Klienten einfach auch sagen muss, ich finde, das muss therapeutisch angeschaut werden oder ich finde, da muss vielleicht sogar noch was anderes geklärt werden? Also wenn ich in einer Session merke, dass da eben diese Vergangenheit ein sehr großes Gewicht hat oder dass da eine sehr große Verletzung ist oder da ein Thema da ist, das einfach mit der Vergangenheit zu tun hat, gebe ich immer gleich die Empfehlung aus, das in einem therapeutischen Rahmen anzuschauen und dass wir da nicht weitergehen können. Und spätestens da, wenn ich merke, das ist ein Punkt, an dem wir jetzt nicht weiterkommen können oder der wird so groß und so schwer, dass wir jetzt auch da nicht mehr weiterarbeiten können, wäre der Zeitpunkt, da das Thema Therapie aufzumachen. Mhm. Also, du hast es so ein bisschen angesprochen. Ich muss übrigens mal ins Publikum schauen, nicht, dass da irgendwie meine Handhebung ist, die ich übersehen kann. Sind wir doch alle okay? Ich sehe hier auch keine Kommentare, dann frage ich einfach mal weiter. Mhm. Bitte. Also ich finde, das ist ja schon angesprochen, ich finde, es gibt ja so einen männlichen Umgang mit Stress. Oder Stress und Männer, sagen wir mal so, ist ja ein spezielles Thema. Mhm. Und ich erlebe das manchmal schon, nicht nur in der Beratung oder in Therapie, sondern einfach auch in meinem Umfeld, dass manche Männer stolz auf ihren Stress sind. Dass Stress sozusagen ein Statussymbol ist. Wenn du entspannt bist, dann bist du nichts. Und wenn du gestresst bist, dann bist du was. Erlebst du diese Haltung? Und wie arbeitet man mit so einer Haltung, wo ich immer denken würde, die ist wahrscheinlich kontraproduktiv? Voll gut, da muss ich kurz drüber nachdenken. Weil tatsächlich habe ich die Haltung, glaube ich, in dem Coaching jetzt so noch nicht bewusst erlebt oder noch nicht als Hindernis erlebt, aber ja, genau dieses gebraucht werden und ich bin sehr wichtig und es kann ja durchaus anerkennend sein, wenn man jetzt da voll eingespannt ist, aber ich glaube, solange man in diesem Modus ist, erkennt man ja auch nicht, dass man ein Problem hat und hat nicht diesen Druck, etwas zu verändern an der Situation, weil man zieht ja dann noch den Gewinn daraus. Ja. Wahrscheinlich landet man dann erst im Coaching, wenn man dann schon vielleicht einen ersten Burnout hatte oder es zu einem großen Bruch gekommen ist. Also ich erlebe dann eher Persönlichkeiten, die eine extrem krasse, intensive Phase hatten und es dann einen Bruch gab, weil es einfach nicht mehr weiterging. Und eigentlich habe ich erst dann Klienten bei mir. Mit Burnout ist ja ein spannendes Thema natürlich auch, weil letztendlich, also gut, je nachdem, von welcher Seite man dann drauf schaut, also wenn ich jetzt als Psychologe drauf schaue, dann ist Burnout für mich eigentlich nur ein anderes Wort für Depression. Im Grunde genommen, und ganz oft für einen sehr männlichen Umgang mit Depressionen, nämlich das sind dann oft Männer, die versuchen,
durch irrsinnig viel Handeln, ja. Arbeiten, Powern, mhm. der Depression wegzurennen, zu machen. Ja, nicht still bleiben, weil ich dann spüre, wie die Depression mir hinten den Nacken hochkriecht und renne, bis ich zusammenbreche. Mhm. Das ist ja, also Burnout ist sozusagen ein schwieriger Umgang oder ein sehr anstrengender Umgang mit Depression oder der Versuch, der Depression davon zu laufen. Voll, und ich habe das auch, also was ich auf jeden Fall im Coaching auch erlebt habe, ist so ein Aktionismus, so nach dem Motto, je mehr Coaching-Sessions ich mache und noch da parallel was mache, desto schneller kann ich mich quasi heilen oder desto schneller kann ich die Arbeit an mir voranbringen. Und oftmals ist es genau das Gegenteil, dass du bremst, Luft schaffst, durchatmest und einfach erstmal diesen Raum aushältst und diese Leere aushältst und schaust, was ist da eigentlich alles da, diese Leere. Eine gute Frage zwischendurch, auch von Thorsten. Wie viele Sessions sind denn in der Regel angebracht, da ja auch ein Vertrauen aufgebaut werden muss, gerade bei solchen Themen jetzt? Mhm. Also stimmt, bei sehr persönlichen Themen ist es auch durchaus Vertrauen sehr wichtig. Also aus meiner Erfahrung sind so 5 bis 10 Sessions auf jeden Fall ein realistischer Rahmen, um Dinge ins Leben zu bekommen. Aber oftmals, das hängt ja auch stark vom Coachee ab und von dem Thema ab und wie weit da vielleicht auch reflektiert der Coach schon ist oder wie viel Coaching-Erfahrung er hat, weil meistens kann man auch schon in einer oder zwei Sessions schon einige Stellschrauben drehen, um in einer konkreten Situation was zu verändern. Und das wiederum führt ja dann im Alltag auch vielleicht zu anderen Veränderungen. Also die meiste Arbeit passiert ja eigentlich zwischen den Sessions. Deswegen ist es schwer, so pauschal zu beantworten. Aber ich glaube, 5 bis 10 Sessions sind auf jeden Fall ein gesunder Rahmen, in dem man einiges bearbeiten kann. Mhm. Weil richtig tiefe Themen, wie gesagt, sind ja eigentlich dann doch eher was für einen therapeutischen Rahmen, während sich das Coaching wirklich um konkrete Alltagsthemen und Situationen dreht, in denen ich eine Veränderung haben möchte. Mhm. Ich sehe natürlich schon auch so ein bisschen eine Gefahr, dass, also Coaching klingt natürlich viel, viel gesünder und viel, viel peppiger. Ich erlebe in Deutschland immer also das Wort Therapie oder das Wort Psychologe oder Psychotherapeut löst große Widerstände aus. Und das erzeugt in den, auch, wir bleiben mal bei den Männern, in den Männern so eine Frustration, weil sie sagen, also meine Haltung ist, ich muss es selber schaffen. Ja, und ich kann ja nicht krank sein. Und wenn ich schon mal nicht selber schaffe, dann klingt Coaching, ich glaube, das gibt eine Gruppe von Männern, die eben alles selber machen wollen, die weder dein Angebot noch mein Angebot sehen. Ja. Und das sind dann wahrscheinlich die, die es ganz besonders nötig hätten. Und ja, wo man sich einfach wünschen würde, dass die Hilfsangebote in Anspruch nehmen könnten. Also die, über die können wir jetzt wenig sagen. Genau. Aber also ich denke, dass es da das Coaching natürlich die Chance hat, dass es ein Hilfsangebot ist, was jetzt weniger nach Störung klingt, wie zum Beispiel Psychotherapie. Ja, ich meine, Coaching findest du ja auch in vielen Firmen. Und was ich an dem Begriff Coaching extrem schwierig finde, ist, dass Coaching kein geschützter Begriff ist. Das heißt, wenn du zu einem Coach gehst, kann das halt alles und nichts sein. Und deswegen ist es mir auch immer wichtig, dass ich systemischer Coach bin, weil in diesem Systemischen liegt halt eine Haltung, ein Ansatz und ja auch verschiedene Sichtweisen. Und klar, wenn man als Außenstehender weiß man jetzt auch nicht, was systemisches Coaching ist im Vergleich zu einem anderen Coaching vielleicht, aber man kann es zumindest googeln und hat halt dann da diesen Ansatz drin. Was ich vorhin bei der Auflistung, und schade, dass das Programm nicht alles aufgelistet hat, weil es war eigentlich ganz schön zu sehen, was da alles kam, und ich fand es gut, dass du das rausgehighlightet hast, weil ich bin auch hängen geblieben bei der schwulen Party. Und dann denke ich, ja, eigentlich irgendwie gehen doch die Leute irgendwie dahin, weil es lustig ist. Und jetzt gehe ich dahin und das stresst mich. Das sind natürlich schon sehr spezielle Geschichten, die vielleicht beim arbeitsbezogenen Coaching weniger auftauchen. Stimmt. Ja. Aber die ich schon auch wirklich erlebe, dass einfach Stress in wirklich auch sehr ungewöhnlichen Situationen auftaucht. Und ich das ganz toll finde, dass die Person, die das geschrieben hat, gespürt hat, dass das Stress ist. Ja. Weil ganz oft, glaube ich, wissen die Leute gar nicht, so diese Unruhe, die sie dann haben, wie sie die dann wirklich einordnen sollen. Und eine gute Strategie auf einer Party mit der Unruhe umzugehen oder mit dem Stress umzugehen, ist Alkohol. Das heißt, ich kippe mich zu und nach dem dritten Bier spüre ich es eh nicht mehr. Und insofern fand ich das wirklich toll, weil das so den Blick erweitert, wie
wo überall Stress, das Stress eigentlich überall auftaucht. Voll, stimmt. Ich habe mich auch ertappt gefühlt bei dem Beispiel, weil ich glaube, ich habe auch jede Menge internalisierte Homophobie tatsächlich, also früher viel mehr als jetzt. Aber ich fange auch erst jetzt oder habe erst in meinen 30ern angefangen, mit meiner eigenen Homosexualität in der Hinsicht entspannter zu werden und mir das auch einzugestehen, dass ich auf so eine Party gehe und Teil dieser Szene auch bin. Und ich hatte lange Zeit ein großes Problem damit und diesen Stress. Mhm. Und ich glaube, viele glauben halt dann, wenn sie auf so eine Party gehen und diesen Stress spüren, ach, irgendwas ist falsch mit mir oder das passt einfach nicht so zu mir. Oder man fängt halt dann an, die schwule Szene einfach zu haten in der Hinsicht. Und weil man eigentlich auch selber ein Problem mit seiner eigenen Sexualität hat. Insbesondere, da fand ich sehr schön, dass du das Stichwort Minderheitenstress, also Minority Stress, gebracht hast, weil das finde ich eine Geschichte, die gar nicht so weit diskutiert ist bei uns, dass im angloamerikanischen Raum einfach viel, viel breiter diskutiert. Und bei uns ist ja dann auch in der Community da ganz oft so die Haltung, ja, irgendwie, wir sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen und irgendwie, und ich habe schon lange keine persönliche Diskriminierung mehr erlebt und alles ist gut. Und ich glaube schon auch, dass man als Minderheit diesem Stress nie so ganz entkommt. Gell? Ja. Also auch wenn man persönlich, auch natürlich mit im gewissen Alter, wirklich für viele Dinge eine gute Lösung gefunden hat und gesettelt ist und einfach das Gefühl hat, okay, ich stehe in der Gesellschaft und habe ein gutes soziales Umfeld. Trotzdem, glaube ich, ist das relevant und ich denke, dass das Dinge sind, die Community vielleicht noch mehr diskutieren. Ja, ich meine, es sind halt vor allem kleine Alltagssituationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt am helllichten Tag vielleicht nicht die Hand von meinem Mann nehme, wenn wir durch die Fußgängerzone gehen oder so. Das sind halt Dinge, die mich persönlich einfach ein bisschen stressen. Ich sehe andere schwule Paare, die das machen und schaue da immer ein bisschen sehnsüchtig dahin, weil ich mir denke, ich wünschte, ich könnte es auch so frei machen. Und manchmal gelingt es mir auch, aber es sind halt immer so Situationen, die einfach Energie ziehen, die andere Leute, wenn nicht heterosexuelle Paare, überhaupt nicht drüber nachdenken müssen. Mhm. Und solche kleinen Situationen summieren sich halt auf und sorgen einfach für ein höheres Stresslevel. Ich habe gestern einen Artikel gelesen in der Welt, der mich so ein bisschen wirklich gepackt hat. Das war über den Krieg in der Ukraine. Mhm. Und der Journalist von der Welt hat geschrieben, es gibt mit auch einen Grund für diesen Krieg, über den nie geschrieben wurde, Schwulenhass. Mhm. Dass es halt einfach so im Vergleich dieser Systeme auch darum geht, dass sozusagen eine gewisse Abscheu in der Betrachtung unseres westlichen Systems halt einfach ist, weil Schwule, Lesben, weil Queers einfach sozusagen da wirklich einen Status haben, den ja die Russen, die Tschetschenen und so weiter, den Schwulen, Lesben, Queers, Trans massiv verweigern. Mhm. Und da habe ich natürlich, und da merkt man, wenn man das liest, ich habe mich sofort bedroht gefühlt. Mhm. Und da merkt man schon, das ist als schwuler Mann, als lesbische Frau, als Transperson, ist es sehr schwierig, sich von diesen Dingen zu lösen und sagen, ah, das ist woanders. Ich merke, das macht mit mir persönlich was. Mhm. Ja, ja, und oft reicht es halt einfach aus, was zu lesen und du spürst schon den Stress. Genau, also eine schwierige Geschichte. Und da vielleicht jetzt auch auf noch eine weitere Frage. Und ich finde, das ist was uns momentan gefühlsmäßig, glaube ich, alle sehr beeinträchtigt, sehr beschäftigt und vielleicht auch stresst. Und da frage ich mich, wo ist denn hier der Unterschied zwischen Stress und Angst? Mhm. Also ich merke, mir macht es Angst. Ich merke, es stresst mich. Ist das gleiche Gefühl? Ich weiß es nicht. Mhm. Ganz ehrlich, in der Vorbereitung auf den Vortrag habe ich mir auch gedacht, ich rede jetzt die ganze Zeit natürlich von Stress, aber klar, Angst oder also ich finde, Stress ist zwar ein Gefühl, aber ich finde, es beinhaltet halt so viel. Mhm. Und ich würde sagen, Angst gehört genauso dazu. Mhm. Wie Stress. Also ja, Angst hat vielleicht nochmal andere Hintergründe, aber Angst ist Stress. Mhm. Eindeutig. Ich hoffe mal, dass wir da alle einen gesunden Umgang mit finden. Ja. Und ich denke, das hängt natürlich auch so ein bisschen ab, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Aber dass man jetzt dieses Thema aufmacht, aber irgendwie merkt, irgendwie, es wäre auch irgendwie komisch, bei dem Thema und mit dem Gefühl, wo man momentan da sitzt, da vielleicht gar nicht drauf einzugehen, obwohl wir natürlich da sicher keine Lösung haben, wie man da wirklich gut und gesund mit umgehen kann. Nee, nicht. Und ein Aspekt, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen. Ich meine, wir sind ja auch alle unterschiedlich, aber ich glaube schon, ein guter Teil der schwulen Community
ist so aufgewachsen oder hat sich zu Persönlichkeiten entwickelt, die ja auch sehr darauf bedacht sind, wenig Hilfe in Anspruch zu nehmen oder eher zu schauen, dass es den Leuten in unserer Umgebung gut geht. Zumindest kann ich das von mir so sagen, dass ich schon immer darauf gepolt war, dass sich vor allem Frauen in meinem Umfeld wohlfühlen, dass ich der lustige, tolle Michi bin. Und auch erst später in meinem Leben drauf gekommen bin, dass es mir auch mal schlecht gehen darf. Und dass das nicht das Ziel sein sollte, dass alles immer gut ist und ich keine negativen Gefühle fühlen darf oder will. Natürlich will man das nicht, aber ich habe erst jetzt vor nicht allzu langer Zeit, eigentlich so in den letzten Jahren erst gelernt, dass schlechte Gefühle zum Leben dazugehören und damit umzugehen der Weg ist und nicht die nicht zu fühlen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Schwulen in unserer Community ähnlich geht, dass kein Platz für was Negatives oder Schlechtes eigentlich da ist in unserem Leben. Und dafür auch Raum zu schaffen und uns einzugestehen, das gehört einfach zum Leben dazu. Und wir müssen damit lernen, gut umzugehen. Das ist, glaube ich, für viele eine Herausforderung. Naja, das ist ja eine der Lehren der Psychotherapie, dass Verdrängung ein wichtiger, aber auch schwieriger Mechanismus ist. Dass das natürlich lebensnotwendig ist, aber halt auch einen Preis hat. Das heißt, Verdrängen heißt ja nicht, es ist weg. Das heißt nur, es ist aus meinem Bewusstsein weg, aber es arbeitet ja trotzdem in mir. Insofern, bei sowas wäre es, glaube ich, wirklich ganz gut, wenn wir es aushalten, dass wir es wirklich zugestehen, dass es so ist. Und dann vielleicht auch wirklich jetzt die Nachricht nicht unbedingt fliehen, auch wenn ich dann abends beim Fernseher dann oft manchmal schon so die Tendenz habe, oh Gott, ich kann es gar nicht mehr sehen. Aber ich denke, es ist natürlich, es wird es für mich nicht leichter machen, wenn ich dann Angst hätte und wäre aber unwissend. So habe ich irgendwie zumindest die Illusion, ich würde es ein bisschen begreifen können. Ja, also ich denke, was glaube ich, eine gute Take-Home-Message ist, ist, sich bewusst zu machen, dass man an Stresssituationen was ändern kann. Genau. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Geschichte, dass man seinen individuellen Umgang mit Stress mit einem Fachmann zusammen genauer anschauen kann und genauer schauen kann, okay, wie kannst jetzt du ganz speziell mit deinen Situationen damit umgehen? Ich glaube, wenn man eine Situation hat, dass man oft in Stress ist, ich glaube, der Aufwand lohnt sich schon. Ich glaube, es ist eine gute Investition in die Zukunft, das einmal wirklich genauer anzuschauen. Und wenn es diese Angebote gibt, dann, finde ich, kann man die auch wirklich nutzen. Und das ist toll, dass es die Angebote und dass es dich gibt. Dito. Und vielen Dank, dass du uns das Thema nahegebracht hast und dass du hier und im Stream zur Verfügung standst. Wenn jemand schade findet, von euren Bekannten das nicht gesehen zu haben, der Stream ist ab morgen wahrscheinlich oder übermorgen auf unserem YouTube-Kanal dann anzuschauen. Das heißt, das Thema bleibt. Das Internet vergisst nichts. Insofern wird man dich jetzt ewig anschauen können. Gut. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit live und im Stream. Danke, dass ihr da wart. Ein kleiner Ausblick noch. Das wäre ja eigentlich der letzte Männerakademie-Abend gewesen, aber aus technischen Gründen ist der Februartermin borderline ausgefallen. Das heißt, den schieben wir natürlich noch nach, weil das ist ein wichtiges, extrem spannendes Thema. Das heißt, das Thema Borderline wird am zweiten Dienstag im April, ich habe das Datum jetzt, glaube ich, gar nicht da, am zweiten Dienstag im April, was ja immer der Männerakademie-Abend ist, wird dann gebracht mit Ema von Geiso, Psychotherapeut hier in München, der lange in Harlaching die Station für Borderline-Betroffene geleitet hat. Eine Erkrankung oder eine Persönlichkeitsstörung, die noch viel mysteriöser und schillernder ist, als Stress es ist. Und wo wir einfach nur komische Bilder haben, das sind die, die sich ritzen, das sind die, die schwierig sind. Aber was ist es denn nun wirklich? Woher kommt es und mit was hängt das zusammen? Ist eine hochspannende Geschichte und ich hoffe, dass ihr dabei sein werdet. Einen schönen Abend. Dir vielen, vielen Dank. Danke. Und ich hoffe, viele, viele Kunden und Leute, die sich Hilfe suchen, an dich wenden. Und euch einen schönen Abend und bleibt der Männerakademie gewogen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke.